Hallo liebe Leute, ich bin's heute wieder. Und zwar sitzen wir heute in meinem Auto. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Oma. Und leider ist zu Hause bei uns wird alles umgestrichen. Und deswegen ist Full House und ich bin eben erst in Düsseldorf gelandet. Und deswegen kann ich zu Hause auf keinen Fall ein Video drehen. Ich wollte aber euch kurz euch was zeigen und bin total verwirrt. Und ich zeige euch mal eben meine Autobezüge. Weil die sind nämlich das Coolste, was ihr bestimmt jemals gesehen habt. Ne? Ja, das ist die Keksdose, die ich meiner Oma bald zurückbringe. Und so. Keine Ahnung, wie das jetzt hier eingestellt werden muss, ob man mich überhaupt sieht. Wahrscheinlich komplett überbelichtet und so von der Seite und keine Ahnung. Was ich euch eben zeigen wollte, ist, also diese Autobezüge, die hat meine Mutter damals bei eBay für mich ersteigert und ich liebe die. Ich habe die, seitdem ich dieses Auto habe, das ist schon so alt. Das Auto ist einfach nur so alt, naja. Und ich habe das Auto jetzt seit, ich glaube 2005 oder so. Ja, so alt sind auch die Sitzbezüge. Ich wollte euch eben zeigen, dass heute mein Douglas-Paket angekommen ist und der dickste Kuss geht an Christina von Miss Christinalicious. Meine Süße, ein ganz dickes Herz für dich. Sie hat mich angefixt und ihren Kanal stelle ich euch unten in die Infobox. Ich liebe die Christina und ihre Make-up-Blubbereien. Und zwar ist nämlich Folgendes passiert. Ich habe mir einen Lippenstift bestellt, unter anderem bei Douglas. Ich hatte noch so einen Rabattgutschein. Sonst hätte ich mir das jetzt auch nicht leisten können eigentlich. Und zwar hat sie mich angefixt. Na, okay, also ich habe mir einen MAC-Lippenstift gekauft. Jetzt habe ich das im Auge. Und meine Oma, ich muss gleich mich beeilen. Hoffentlich kommen die Nachbarn jetzt nicht raus oder denken... Naja, ich habe mir einen Lippenstift bestellt und zwar ist es der Prinz Noir. Wow, der ist so schön. Der hat ein mattes Finish und ich hatte den damals, der ist aus der MAC Makeover LE und ich hatte mir den damals schon auftragen lassen im Laden, weil das ist so ein Rot, was ich schon immer haben wollte. Also es ist so ein lila, rot, Bärenton, schwarz. Ja, es ist einfach eine Traumfarbe. Nur ich hatte damals so kaputte Lippen, dass es total komisch aufgetragen aussah und ich ihn dann am Ende nicht gekauft habe. Es gibt ein Joy-Cover von der Zeitschrift, da hat Scarlett Johansson genau so einen Ton drauf. Und seitdem hatte ich sowas gesucht. Und aus der MAC Makeover hatte ich den dann halt gefunden, habe ihn aber nicht gekauft. Ich habe ja dann den Darkside bekommen zu Weihnachten. Aber der Darkside ist im Vergleich zum Prinz Noir noch viel rötlicher und viel heller und hat halt einen Satin-Finish. Ja, und jetzt habe ich gesehen durch Miss Christinalicious, dass er im Douglas Shop auf jeden Fall den Prinz Noir noch gibt, obwohl es eigentlich ein LE-Produkt war und es eigentlich auch nicht im Standardsortiment kommt. Und ja, dann habe ich mir ihn jetzt bestellt. Danke, Christina. 18,50 € das gute Stück. Und ich liebe den. Ich muss jetzt mal gucken, mit meiner Oma kann ich den natürlich nicht drauf machen, aber naja. In dem Zuge habe ich mir dann noch was gekauft oder bestellt. Und zwar Mark My Eyes von LA Girl. Ja, das ist eigentlich mega. Das ist von Queensberry, haben ja so eine Kosmetiklinie gemacht. Und dann jetzt kommt ein Fußgänger. Oh nein! Das ist ja voll peinlich. Und zwar diese LE, also diese Linie an sich, keine Ahnung, aber da gibt es halt diesen Filzstift. Und dann jetzt kommt ein Auto. Ich muss mal kurz nach unten gucken. Oh Gott, ich will nicht merken, dass ich mit mir rede. Oh Gott. Zwar ist es ein Filzstift und es soll ein Eyeliner sein. Und super Konsistenz, super wasserfest. Ich hatte den hier schon mal aufgetragen und der ging einfach... Oh nein, ist das peinlich. Jetzt wechselt ihr auch noch die Straßenseite. Naja, oh Gott. Leute, was mache ich denn jetzt? Oh nein! Oh Gott, sie ist vorbeigegangen. Oh Gott. Jedenfalls haben die verschiedene Produkte. Mich hat aber halt dieser dicke Filzstift interessiert, weil ich weiß, dass Dalce Candy 87 und so, die haben manchmal richtig so Filzliner, so dicke. Oh Gott. Und so einen wollte ich unbedingt mal haben. Der hat jetzt 6,95 € gekostet. Und ja, wenn ihr seht, der ist wirklich total fest. Mal gucken. Ansonsten, also Queensberry, oh mein Gott, natürlich der letzte Scheiß, aber okay.
Ja, 6,95 und dann habe ich mir noch einen Bronzer gekauft und ich wusste gar nicht, dass Miss Christina Licious den auch hat und sie hat ihn letztens erwähnt und zwar ist das einer von Terra del Sol, die Nummer 2 Sand oder Sand und den trage ich auch heute. Ich habe, seht ihr, meine Haut ist schon wieder viel besser. Ich werde darüber ein eigenes Video machen, nur leider habe ich jetzt viele der Produkte einfach auch nicht hier, sondern noch in Wien gelassen, aber ich habe heute nur diesen Bronzer drauf. Er geht ein bisschen schwer auf. Ja, das ist ja, ist halt die zweithellste, also nee, zweitdunkelste, nee. Es gibt, glaube ich, 3 Nuancen, das ist die mittlere oder es gibt 4 und das ist die zweithellste. Super schön, kaum Schimmer, also schon ein bisschen Schimmer, aber naja, 8,95 oder nee, 6,95 glaube ich auch. Ja, dann habe ich dazu noch kostenlos, haben sie mir so eine Sumptuous Extreme von Estee Lauder dabei gelegt. Das ist eine Wimperntusche, Riesenbürstchen. Mal schauen, wie ich das mache. Jetzt kommt schon wieder jemand. Warum kommen jetzt so viele Menschen? Hier sind doch minus 10 Grad. Naja, und ja, die werde ich auch mal ausprobieren. Da wollte ich euch zeigen, was ich heute auf den Wimpern drauf habe. Ich weiß nicht, wie das mit dem Licht ist. Und zwar habe ich mir aus dem neuen Catrice-Sortiment die Catrice... oh nein... Und das ist, glaube ich, das peinlichste Video ever. Nicht auf diesem Channel, sondern auch mit dem anderen Channel zusammen. Die Volume Plus Curl habe ich mir gekauft. 3,75 Euro, ist aus dem neuen Sortiment von Catrice. Hat eine geschwungene Bürste und die macht ja mal mega gekörlte Wimpern. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, jetzt bin ich aber heute auch schon seit 5 Uhr wach oder 4:15 und ich hatte dann echt so Waschbäraugen. Ich hoffe, dass es nur ist, weil ich komplett fertig bin und müde und nicht, weil die schlecht ist. Also ich werde euch dann nochmal auf dem Laufenden halten, aber der Curl, also die macht mega krassen, coolen Schwung. Also richtig, richtig cool ist im neuen Sortiment. Ich weiß nicht, ob es bei euch das Catrice-Sortiment schon umgestellt wurde, aber gestern sogar in Wien schon in einem DM. Ja, das wollte ich euch sagen. Ach so, und dann wollte ich noch eben sagen, oh mein Gott, ich glaube, ich habe einen Dupe gefunden. Ich habe das erste Mal einen Dupe gefunden. Und zwar mein Nagellack, den ich hier auf den Nägeln trage, der einfach super, super geil ist. Ist aus dem neuen Catrice-Sortiment und ist auch in der aktuellen LE Nymphia oder Nymphelia oder so. Und zwar nennt er sich Salmon and Garfunkel, von Salmon and Garfunkel, ach, voll lustig. Und der kostet 2,75 Euro und ich habe ihn gestern drauf gemacht direkt und war heute im Beauty Free Shop, bevor ich abgeflogen bin heute Morgen. Die machen ja schon immer um 5:30 morgens auf. Und ja, dann stand ich vor der Chanel Theke und habe halt den June mir angeguckt oder ich wollte mir die LE mal angucken, der Nagellacke. Und ich bin fast hinten rüber gefallen, weil es einfach exakt derselbe Ton ist. Also beides kein Schimmer, ist so ein cremiges Finish und schaut euch das unbedingt mal an oder wenn einer den June hat, ich habe ihn jetzt halt nicht, ich konnte ihn jetzt auch nicht swatchen, aber ich glaube wirklich, dass das echt schon ein krasses Dupe ist. Ja, das wollte ich sagen. Okay, das wird jetzt nicht so peinlich. Ja, jetzt fahre ich zu meiner Oma. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis deiner Antenne. Tschüssi! Ich nochmal. Das hat er gerade nicht aufgenommen, obwohl ich extra... Nicht wundern, ich habe eine Brille auf, ja. Weil ich theoretisch blind bin. Weil ich sehe beim Autofahren einfach total schlecht und ich müsste eigentlich dann immer eine Brille tragen. Und es ist auch besser, die Brille beim Autofahren zu tragen, weil wenn ihr einen Unfall habt und ihr werdet gepackt und habt keine Brille, also... Wenn ihr einen Unfall habt und ihr habt die Brille nicht aufgehabt, seid ihr immer schuld, egal was passiert. Und ist schon scheiße, wenn man die Schilder erst erkennt, wenn man quasi dran vorbeifährt. Ich bin immer noch im Outfit von, wie ich losgeflogen bin. Also ich habe diesen Oversize-Pulli von H&M an und habe aber heute hier so einen Gürtel gebunden und meinen Parker. Und es ist total sonnig. Und ja, meine Scheibe ist voll dreckig und ich wollte gerade... was ist das? Ich wollte gerade Wischwasser anmachen. Leider ist es dann eingefroren. Oh Gott, jetzt wird es peinlich, weil jetzt kommt die Ampel. Ich liebe Autofahren. Ich habe das voll vermisst. Oh nein, jetzt kommt eine Fahrschule. Man muss sich immer erinnern, Tina, du warst auch mal in der Fahrschule. Du bist auch mal 30 gefahren, wo 100 war. Du musst Verständnis dafür haben.
Aber es ist manchmal echt schwer, weil wenn die dann so schleichen. Ich hatte, als ich in der Fahrschule war, hat mein Fahrlehrer ja bei mich auch immer wirklich gesagt, ich soll, upsie, und glotzt doch nochmal alle. Wuhu, was geht los da rein? So, mein Fahrlehrer hat immer gesagt, hier ist 70, fahr 70. Also, Entschuldigung. Ja, ja. Ja, wenn die Polizei mich jetzt anhält, ich habe meinen Fahrzeugschein gar nicht mit. Naja. Sonst noch was? Nee. Ne? Sinnloses Geplapper halt, ne? Also, das war's dann wirklich. Bis deine Antenne. Tschüssi!